Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie man mit Hilfe von Learning Apps ein Quiz erstellen kann, beziehungsweise wie man Learning Apps so einrichtet, dass man bei den Schülern auch sehen kann, ob sie dieses Quiz gelöst haben. Aber das zeige ich Ihnen jetzt. Zu Beginn einfach auf Anmelden klicken und dann auf Neues Konto erstellen. Wenn man alles ausgefüllt hat, dann auf Konto erstellen aufpassen. Man sollte hier vielleicht auch schon Namen und E-Mail-Adresse verwenden, wo einen dann die Schüler auch erkennen können, beziehungsweise sollte man da nichts reinschreiben, was die Schüler nicht sehen sollten, denn ihr werdet später mit diesem Account der Lehrer der Schüler sein. Nun seid ihr angemeldet und jetzt geht es um meine Klassen. Das heißt, hier kann man eigene Klassen zusammenfassen oder erstellen. Ich mache das jetzt einfach mal für die 9a, eine Klasse erstellen. Und diese Klasse, dort kann ich jetzt Schülerkonten selbst erstellen, weitere Schülerkonten erstellen und dann gebe ich hier zum Beispiel lauter Benutzernamen und Passwörter ein. Man kann natürlich die Benutzernamen und die Passwörter anders wählen, aber ich habe das immer so gemacht, dass ich einen Namen vorne hingesetzt habe und hinten dann die Nummer, je nachdem, wie das in der Klassenliste war. Das heißt, 01 wird dann demjenigen zugewiesen, der die 01 war. Passwort habe ich alle gleich gesetzt. Mir ist es einfach zu viel Arbeit, die Schüler hier einzeln verschiedene Passwörter zu geben. Vor allem, wenn sie es dann verlieren, wird es immer schwierig, dass man genau den Zettel dabei hat, wo das richtige Passwort draufsteht. Gut, und wenn man natürlich dann alle Konten erstellt hat, dann auf Speichern gehen. Ich habe jetzt mal erst 5 zusammengefasst, aber das gehen auch noch mehr. Dann muss ich eine App erstellen. Das geht zum Beispiel so: Ich nehme ein Millionenspiel und suche mir hier verschiedene Fragen und Antworten aus. Wer nicht weiß, wie ein Millionenspiel geht, der kann hier Beispiele angucken, wie ein Millionenspiel am Schluss ausschaut. Ich mache das jetzt hier nicht, ich erkläre es Ihnen einfach direkt. Millionenspiel anklicken, Millionenspiel erstellen. Hier gebe ich dann einfach alle Sachen ein. Ich habe jetzt hier einfach mal ein paar Fake-Sachen eingegeben. Es geht ja nur darum zu zeigen. Also ich muss hier quasi eine Frage eingeben, dann die richtige Antwort oben hinsetzen und drei falsche Antworten drunter. Da kann man sich ein bisschen austoben, ein bisschen was ausprobieren. Wichtig ist, dass man, wenn man das Video damit überprüfen muss, relativ leichte Fragen stellt. Es geht ja nur um das Inhaltliche, also das, was man zwischen den Zeilen gesagt hat. Fertigstellen und Vorschau anzeigen. Dann könnte ich das Ganze noch testen. Testen, heißt, es läuft jetzt einfach durch und ich kann schauen, ob das Ganze richtig eingestellt worden ist. Wenn ich mir sicher bin, gehe ich auf App speichern. Und dann sind sie in meine Apps drin, diese App. Jetzt könnte ich entweder den Weblink irgendwo teilen, also als Link oder als Vollbildlink, oder ich könnte es sogar einbetten als HTML-Code oder ich könnte sogar den QR-Code irgendwo hinbringen. Also so kann ich jetzt das Ganze an die Schüler bringen. Oder ich mache es eben so, dass ich auf meine Klassen gehe. Und bei der Klasse 9a auf Klassenordner. Jetzt kann ich nämlich dieser Klasse einen App hinzufügen, nämlich genau den ich erstellt habe. Und alle Schüler, die jetzt dieser Klasse angehören, also bisher meinen 5 Schülern Mathe Flip 01 bis 05, alle die können jetzt den App lösen. Und wenn ich mich dann wieder einlogge und hier auf Statistik klicke, werde ich genau sehen, wer diese Aufgaben gelöst hat. Oder ich gehe hier auf Klassenstatistik. Momentan sehe ich, kein einziger hat es gemacht. Aber wenn sich dann der erste anmeldet, dann werden hier die ersten Ergebnisse sein. Den Schülern muss man quasi nur das Passwort geben und dann können sie loslegen. Das heißt, Benutzername und Passwort auf die Anmeldenseite und dann werden die Schüler reingeloggt. Man kann jetzt diese Apps veröffentlichen und jedem zugänglich machen. Das würde ich abraten, weil dann haben die Schüler die Chance, den App zu lösen, ohne dass sie sich anmelden müssen. Ich will aber überprüfen, ob sie es gemacht haben und deswegen melden sie sich mit ihrem Benutzernamen und Passwort an, das ich ihnen zugebe. Muss natürlich aufpassen, dass man datenschutzrechtlich alles richtig macht. Da besteht die Gefahr, dass man hier mit richtigen Namen von den Schülern etwas falsch macht. Deswegen unbedingt dran denken, Ersatznamen nehmen, dass man nicht erkennt, wer welcher Schüler ist. Das war's. So funktioniert Learning Apps und so kann man überprüfen, ob die Schüler wirklich das Video geschaut haben.